Freunde der individuellen automobilen Fortbewegung, seid gegrüßt, Tobi hier von West-Berlin Customs bei West-Berlin Customs und mit dem Honda Prelude BA4. Heute fangen wir nämlich mit diesem Projekt an und in einem allerersten Schritt stutzen wir ihm erstmal die Flügel. Herzlich willkommen im Lager von West-Berlin Customs. Ein ganz, ganz kleines Lager ist es, aber wir sind gerade auf der Suche nach Teilen für den Honda Prelude. Und speziell eigentlich nach den Türscharnieren, weil wir ja die Türscharniere zurückbauen wollen. Viele von euch haben gegen die Türscharniere gewotet. Und ich persönlich bin auch eigentlich dafür, dass wir die Türscharniere wieder zurückbauen. Hatte ich ja im Video schon erwähnt, dass mir das nicht so gefällt, wenn diese Löffel nach oben klappen und diese riesen Tür dann einfach so hoch vom Auto wegsteht. So, jetzt suche ich nach diesen Türscharnieren. Gucken wir einfach mal, ob wir die finden. Hier ist jetzt, wie gesagt, das Lager. Hier sind lauter kleine Schätze. Vielleicht können wir gleich noch mal ganz kurz gucken. Aber hier, also ich habe hier Kisten, die sind vom Prelude. Oder eigentlich sollten die Prelude bezogen sein. Okay, also hier sind Sachen drin wie Ersatzteile, wie Verteilerkappen, Zündverteiler. Super wichtig, weil es gibt nämlich kaum noch Teile für dieses Auto. Und wie man hier schön sehen kann, ist hier noch eine Rückleuchte. Ich weiß gar nicht, was das hier ist. Ah, ein vor sich hin ölender Dämpfer, eine Gasdruckfeder ist das. Die sind super teuer mal gewesen, kann ich mich noch gut daran erinnern. Wollte ich eigentlich wieder einbauen. Die Originalteile sind total vergammelt gewesen. Wird jetzt wahrscheinlich nicht mehr passieren. Ich werde die Scharniere vielleicht nochmal irgendwie bei einem anderen Auto verbauen oder so. Die Teile mal aufheben. Aber wenn die jetzt hier so vor sich hin ölen, ist sowieso die Frage, ob die noch funktionieren oder nicht. So, ich hoffe, das raschelt jetzt hier nicht zu sehr. Ich weiß gar nicht, was hier noch alles drin ist. Wie gesagt, wir brauchen halt Scharniere. Oh krass, Steuergeräte und irgendwelche Relais und so. Die ganze Kiste oder die ganze Tasche hier ist voll mit irgendwelchen Steuergeräten vom Prelude. Und hier Doorlock, das ist offensichtlich ein Zentralverriegelungsmodul. Made in Japan, sehr cool. Aber hilft uns jetzt nicht weiter. Geil ist aber, dass ich den Kram habe. Den habe ich mal über Jahre immer gekauft. Als ich noch studiert habe, habe ich immer nebenbei bei eBay geguckt. Wenn ich irgendwas für einen schmalen Taler bekommen habe, habe ich es gekauft. Vielleicht ganz weise, weil, wie gesagt, jetzt gibt es kaum noch Teile für den Honda. Wir gehen jetzt mal ein bisschen weiter in die Richtung und gucken mal. Ich werde mal die Lampe hier auch mal umklemmen und gucken. Also wie gesagt, Lager von West-Berlin Customs ist wie ein kleines Tuning-Museum eigentlich. Irgendwelche Endrohrblenden, Original M3-Spiegel. Wer von euch kennt noch M3-Spiegel? Die Plastikteile sind auch sehr cool. DTM-Endrohre, oval. Mit Winkel, wohlgemerkt. Wirklich interessante Geschichten hier dabei. Ja, irgendwelche Lenkräder. Wer kennt das hier noch? Diese Anzeigengeschichten gibt es auch. Hier sind sogar noch die ganzen Anzeigen und so. Zum Teil weiß ich selber nicht, was hier drin ist. Hier steht Hagurt drauf. Wahrscheinlich wird da irgendwie ein Schrotgurt drin sein. Cool. Aber wir suchen nach Türscharnieren. Das hier ist, wie man unschwer erkennen kann, auch nochmal eine Prelude-Kiste. Rückleuchten. Einen Satz davon will ich auf LED umbauen. Den hier, der ist, glaube ich, gut. Ah, wie geil! Juppie! Das hier sind die Teile, die wir suchen. Das hier sind die Türscharniere vom Honda Prelude, die Originalteile. Dadurch, dass ich an den Türen nichts abgeschnitten habe, sondern das Flügeltürscharnier so gebaut habe, dass man die Tür klappen kann und nichts verändert habe. Und wir die Originalaufnahmen genommen haben. Das ist das cool. Dann können wir jetzt nämlich diese Teile hier wieder anbauen. Was man hier noch so sehen kann, geil. Ist ein bisschen wie Zeitreisen für mich. Hier ist ein Original Vitec-Fahrwerk noch drin. Da war damals das Problem. Vitec ist die Vorgängerfirma von ST Suspensions. Und das Vitec-Fahrwerk damals für mein Auto war ein ziemlicher Reinfall leider. Also hat jetzt nichts mit ST zu tun. ST-Fahrwerke sind super. Das Ding ist aber kaum tiefer geworden. Ich habe ein 40er Fahrwerk gekauft, wir haben das verbaut. Und es ist kaum tiefer geworden. Daraufhin habe ich von solche Federn hier gekauft. Noisebead steht da drauf. Sie sind aus Amerika und habe mir damals ein eigenes Fahrwerk zusammengebaut für den Honda Prelude. War alles relativ speziell. Wie man sieht, ist das alles zum Teil auch wieder rückgebaut worden. Wir brauchen jetzt die Scharniere hier und fangen damit mal an, das Projekt wieder zu reaktivieren und bauen erstmal die Originaltüren wieder zurück. Los geht's. Bevor wir die Scharniere abbauen, können wir vielleicht noch mal ganz kurz drauf gucken und uns die Funktion noch mal angucken, wie so ein Flügeltürscharnier eigentlich funktioniert. Das hier ist zwar so ein Universalscharnier, funktioniert aber vom Prinzip her eigentlich genauso wie die anderen auch. Hier kann man schön sehen, die Tür ist mit einem Träger
über dieses eine Gelenk hier direkt verbunden. Das heißt also, dieses L hier und die Tür ist alles ein Teil. Hier ist das Drehgelenk, das eine Drehgelenk. Der Rest auf der anderen Seite, auf der linken Seite, ist komplett am Auto montiert. Das kann man schön sehen. Der ganze hintere Teil vom Scharnier, diese Platte hier, das ist alles am Auto dran. Dann haben wir noch ein zweites Gelenk, also hier ist ja das eine, das sorgt dafür, dass es hoch und runter gehen kann. Und dann haben wir noch ein zweites Gelenk, das ist hier, das ist eine Achse, die geht hier komplett durch. Und die ist eben dafür da, um die Tür aufzumachen. Kann man hier schön sehen, der mittlere Teil bewegt sich. Und damit kann man die Tür aufmachen. Ich kann die Tür ja mal hochheben. Und dann kann man noch mal das andere Gelenk sehen. Und dann sieht man schön, wie der Mechanismus funktioniert. Und ich merke schön, dass die Tür 25, 30 Kilo wiegt. So, wir lösen jetzt das Scharnier oder die Grundplatte hier am Fahrzeug, hier. Dann können wir eigentlich die ganze Tür schon komplett abnehmen und dann können wir danach, dann kommen wir nämlich da leichter ran, hier die Schrauben lösen und unten die Schrauben lösen und dann haben wir die Tür vom Scharnier befreit. Und dann können wir eben die Originalscharniere hier und hier wieder ansetzen, die Tür ausrichten, das wird nochmal ein Spaß. Und dann ist alles fertig, dann sind wir wieder zurück auf Serie. Total langweilig, aber gefällt mir besser. So, die Tür liegt jetzt hier und hier auf der Hebebühne. Das ist sie hinten noch nicht so ganz, aber gleich, wenn wir sie lösen, wird sie sich senken. Und dafür müssen wir sie dann nicht halten. Das ist der große Vorteil dieser Konstruktion hier. Jetzt können wir die Schrauben lösen, weil wir können nämlich die Tür nicht ganz abbauen. Das ist ja klar, weil hier ist ja ein Türkabelbaum. Da müssen wir halt ein bisschen aufpassen. Aber so kommen wir wunderbar daran gleich. Grundlage ist ja erstmal die Aufnahmepunkte hier. Nummer 1. Ja, das sieht ja wirklich porös hoch 10 aus. Da hat die Sonne ganze Arbeit geleistet. Nicht so ganz UV-stabil das Ganze. So, jetzt können wir die Stimme wieder aufsetzen. Meine Hände sind schwarz, das Auto ist jetzt rostrot, wohlgemerkt rostrot, nicht rost. Wir haben nämlich hier tatsächlich jetzt alles nochmal versiegelt, damit da wirklich nichts rosten kann, wenn wir den Kotflügel dann wieder drüber bauen. Und dann haben wir diese ehemaligen Scharniere, die ich glücklicherweise noch hatte und gefunden habe, wieder ins Fahrzeug rangebaut. Das Ganze war nicht ganz einfach, weil die Türen nämlich neu ausgerichtet werden mussten. Und wer das schon mal probiert hat und ein paar Türen vom Auto abgebaut hat, im Carwrapping-Bereich zum Beispiel ist das mittlerweile total üblich, dass wenn die Einstiege mit foliert werden, dass die Türen abgebaut werden. Da habe ich echt großen Respekt vor den Jungs, die die Dinge abbauen und wieder anbauen, weil das Ausrichten von so einer Tür anhand der Spaltmaße vom Auto ist nämlich gar nicht so einfach. Das Ding hier haben wir jetzt abgebaut. Hier kann man nochmal schön sehen, meine Schweißkünste mit 19 waren überaus grenzwertig. Also das hier sieht wirklich gar nicht gut aus und gar nicht, ist noch untertrieben. Das ist wirklich mehr geklebt, als dass es geschweißt ist. Also wenn man diese Scharniere jetzt nochmal benutzen wollen sollte, dann müsste man sie auf jeden Fall nochmal auseinandernehmen, also auseinanderschneiden und nochmal neu verschweißen. Was ich damals allerdings schon gemacht habe, was ich ganz interessant finde, ist, dass ich hinten
eine Verstreifung, dass ich hinten eine Verstrebung eingeschweißt habe. Und diese Versteifung hier sorgt eben dafür, dass das Scharnier nicht so viel wabbeln kann, dass es nicht so eine Bewegung hat, keine Flexibilität oder weniger zumindest. Ja, die Dinger hier sind Schrott, können wir, glaube ich, entsorgen. Ich bin ganz froh mit dem, was wir heute geschafft haben. Türen sind wieder dran am Auto, Türen lassen sich vernünftig öffnen, das kann ich vielleicht nochmal zeigen. Ich bin wirklich mega happy. Keine Geräusche von der Tür, die irgendwo aufsetzt oder so, nichts. Das war jetzt erstmal das erste Video, wo wir angefangen haben, diesen Honda Prelude wieder auf die Straße zu bringen. Da folgt dann natürlich noch total viel mehr mit Motor und so weiter. Vielleicht habt ihr das Video gesehen, wo wir die Bestandsaufnahme gemacht haben. Wenn nicht, blenden wir die jetzt hier auf jeden Fall nochmal ein. Und wir melden uns dann mit der nächsten Episode, wo es weitergeht mit der Zusammenmontage von diesem Honda Prelude. Das werden wahrscheinlich die Kotflügel. Bis zum nächsten Video, haut da rein, ciao.